der ersten Klasse zeigt euch der Polizist, wie man zwischen parkierten Autos richtig über die Straße läuft. Das üben wir gerade miteinander üben. Warten, schauen, hören und laufen. Warten, schauen, hören, laufen. Das hast du schon im Kinski gelernt. Heute übt der Polizist Herr Müller mit den Erstklässlern an einem anderen Ort. Da hat es ganz viele parkierte Autos, aber nie einen Fußgängerstreifen. Über die Autos sieht man nicht. Wie geht man denn hier über die Straße? Ich halte beim Trottoirrand und dann mache ich eins oder zwei Schritte und halte wieder und schaue rechts und links und dann, wenn es kein Auto kommt, laufe ich drüber. Genau richtig. Zuerst an den Randstein stehen und schauen, ob die beiden Autos nicht gerade wegfahren wollen. Wenn alles gut ist, dann kannst du vorlaufen bis an den Rand des Autos, aber nicht weiter. Dort noch mal ganz gut auf beide Seiten schauen. Weil es keinen Fußgängerstreifen hat, müssen die Autos für dich nämlich nicht anhalten. Wenn von beiden Seiten kein Auto kommt, dann kannst du über die Straße laufen. Aber nie rennen. Weil wenn man rennt, vergisst man schauen und dann kann das Auto ganz schnell in dich hineinfahren. In der Stadt fahren aber nicht nur Auto, sondern auch Tram. Sie sind viel grösser als die Autos und können nicht so schnell bremsen, wenn ihnen jemand im Weg steht. Darum musst du hier besonders aufpassen. Also immer gut auf beide Seiten schauen, ob nicht echt ein Tram kommt. Das Mädchen hat gut geschaut und gewartet, bis der Tram vorbei ist, so wie es ihr der Polizist beigebracht hat.